Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir wieder eine Build-Challenge machen, da mir momentan das Bauen etwas mehr Spaß macht als das Spielen und deshalb gibt es heute eine neue Challenge. Wir werden uns jetzt gleich ein Accessoire-Pack auslosen lassen und dann werden wir ein Haus bauen, müssen aber alle Sachen, die aus diesem Accessoire-Pack verwenden. Ich bin gespannt, welches wir auslosen werden. Ich swipe mal direkt rüber. So, wir sind wieder auf der Seite des lieben James Turner bei unserem Random Pack Generator. Und ich habe jetzt hier mal alle Stuff Packs ausgegraut, die ich nicht besitze. Und jetzt lassen wir uns eins auslosen und hoffen. Movie Hangout Stuff. Ja, cool. Damit lässt sich doch was anfangen, oder? Was meint ihr? So, ich bin ja auf einem leeren Grundstück in Newcrest und wir werden uns jetzt einfach mal alle Möbel aus diesem Pack anzeigen lassen. Heimkino. Das ist ja noch... Wow, Großmutterstuhl. Ich kenne die Möbel tatsächlich gar nicht. Ich habe mir vorher noch ein paar Accessoire-Packs runtergeladen, da ich gar nicht so viele... besessen habe. Oh wow. Gibt es hier auch noch in anderen Farben? Ich hoffe. Ich platziere jetzt hier einfach mal alle Möbel, damit ich weiß, welche ich dann noch verwenden muss. Gut, ich habe jetzt ziemlich alles hier platziert, was wir platzieren müssen. Und ich werde mich jetzt mal an einen Grundriss wagen. Ich möchte da besser werden. Eine Zuschauerin hat gemeint, warum ich nicht einfach einen leeren Grundriss aus der Galerie nehme. Aber nein, ich möchte besser werden. Ich habe mir vorgenommen, ich möchte besser werden. Ich habe da eine bestimmte Vorstellung. Ich bin mal gespannt, ob mir die Vorstellung noch gefällt, wenn ich es gebaut habe. Ich hoffe, der Platz reicht mir so. Aber we will try it. Das gut aus. Dann kopieren wir das. Setzen das dahin. Kopieren es nochmal. Drehen es. Das sieht so aus wie in meiner Vorstellung. Ja. I like it. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es süß oder hässlich finden soll. I'm not sure. Ah, ich weiß auch nicht. Wir lassen das jetzt mal so. Mal gucken, ja, mit Fenstern finde ich es eigentlich schon mal ganz cool. Wollen wir das so symmetrisch? Das sieht doch ganz cool aus. So weit, so gut. Jetzt gucken wir mal nach der Raumaufteilung. Also, hier kommt man auf jeden Fall rein. Das bedeutet, wir machen hier hinten ein Schlafzimmer. Dann brauchen wir noch ein Badezimmer. Das könnten wir hier reinmachen. Dann kann man da vom Schlafzimmer aus rein. Ja, den Rest würde ich eigentlich relativ offen gestalten. Ja, den Rest lassen wir offen. Jetzt machen wir hier noch eine Terrassentür rein. Oder eine Tür in den Innenhof. Irgendwie so. Eine richtige Terrasse ist es ja nicht. So. So hier. So hier da. Ja, cool. Das bedeutet, diese Leinwand kommt auf jeden Fall hier rein. So, was gibt's denn hier für Farben? Oh, das ist sehr cool. Das ist auch schön. Das ist doch cool für draußen. Könnten wir so eine richtig gemütliche Ecke machen? Mit so Puffs. Das wird ein Fernsehparadies, sage ich euch. Das passt jetzt aber eher ins Wohnzimmer. Dann machen wir einfach nochmal so eine Couch. Ups. Ja, finde ich schon mal ganz süß. Aber ich glaube, ich würde da noch einen Boden reinmachen. Oder wir machen... Ich habe noch eine andere Idee. Wir könnten auch einfach so einen Steinboden hier nehmen. Das sieht doch ganz gut aus. Ich finde es gemütlich. Bebe, move objects, please. Danke. So, dann möchte ich auf jeden Fall noch Kerzen. Oder die hier, die sind bestimmt auch cool. Wenn es dunkel ist.
Ich glaube, das sieht ganz cute aus. Wobei es vielleicht ein bisschen groß ist. Ja. Das nimmt doch schon mal Form an. Brauchen wir noch einen Sonnenschirm? Vielleicht noch ein paar Pflanztöpfe. Wow. Also ich würde da gerne einen Film anschauen. Wenn das mal nicht cool aussieht, dann weiß ich auch nicht. Sehr cool. Okay. Also wir haben schon mal den Garten-Innenbereich. Ich würde sagen, hier kommt die Küche rein. Da es keine Küche in diesem Pack gibt, nehmen wir einfach eine, die gut dazu passt. Vielleicht die hier. Ich brauche mal Licht. Give me light. So, jetzt sehe ich was. Oh, der ist aber auch schön. Ich glaube, ich möchte den. So. Dann gab es doch da diese komische Popcorn. Ja, genau. Die müssen wir ja noch platzieren. Ja, das sieht doch cool aus. Jetzt wollen wir noch eine Spüle. Und ich glaube, ich nehme dann noch hier sowas. Und da sowas. Und dann nehmen wir da so Barhocker. Barhöckerchen. Sieht das cool aus? Nein, das sieht nicht cool aus. Dann nehmen wir, glaube ich, doch lieber das hier. Ja. Das noch in der richtigen Farbe. Das sieht doch cool aus. Und oder nur zwei. It's Deko Time. Ja, das sieht doch cute aus. Cutie. Hier haben wir auch noch eine Pflanze. Nee, die passt hier nirgends hin. Die passt hier eigentlich noch ganz gut hin. Ja gut. Vorhänge hätten wir noch. Oh, wowie. Ah, okay, die gibt es auch in schlichten Farben. Nun gut, dann können wir... Oh, die sind ja cool. Dann können wir uns ja... Das sieht aber auch doof aus mit zwei. Bin mir nicht ganz sicher, was ich von den Vorhängen halten soll. Wir lassen das hier. So, Kitchen ist fertig. Dann machen wir in die Ecke am besten das Wohnzimmer. Ach so, die Lichter. Ich brauche noch eine Lampe. Eine Lampe. Oder habe ich nochmal was Cooles gefunden? Das sieht doch, glaube ich, mega cool aus hier draußen, oder? Hier könnten wir eigentlich die Lampe von dem Set nehmen. Die hier. Könnten wir hier so ins Eck reinhängen. So, was nehmen wir denn hier für eine Farbe? Ganz schlicht oder knallig? Oh, das sieht ja cool aus. Das mag ich. Dann nehmen wir aber hier was Schlichtes. Oder gibt es auch rosa? Ja. Nehmen wir hier mal noch den Teppich. Der Teppich macht's kaputt. Den Teppich legen wir ins Schlafzimmer. So, dann haben wir hier aber noch den Couchtisch. Der passt ja schon mal gut dazu. Das hier kommt ins Esszimmer. Und das Esszimmer machen wir... hier hin. Ein sehr interessantes Haus, finde ich. Aber hier haben wir noch einen Sessel. Großmutters Stuhl. Stellen wir den da hin. Boah, wir haben ja noch so viel Platz. Das unterschätzt man irgendwie immer. Wir können aber auch hier einfach einen Stuhl hinstellen. Einen schlichten. Und dann da noch so ein Beistelltischchen oder so.
das hier. Ist das ein... Den kann man ausklappen, oder? Kann man den auch wirklich ausklappen? Uff. Ja, warum nicht? Why not? So, dann haben wir hier noch einen profitabler Sperrmüll. Ja. Wollte ich jetzt nicht so hart ausdrücken. Wobei hier noch der Fernseher hin muss. Oh. Das passt ja gar nicht. Oh. Machen wir einen kleiner. Die haben ja draußen nochmal so ein Riesenteil. Oh, wo bringen wir das hübsche Teil noch unter? Ui, ui, ui. Das ist ja alles sehr musterverliebt hier. Ah, der Spiegel ist schön. Den können wir noch hier hin machen. Beautiful Mirror. Das Schlafzimmer wird ja hier. Dann wir das mal da rein. Was haben wir jetzt hier noch? Ganz viele Bilder und Filmposter. Die finde ich ja hier ganz schön. Nein, bitte neutral. Dann... Vielleicht über dem Esstisch. Sollen wir den ganz in die Ecke machen? Ja. Gibt es den auch noch in schönen Farben? Das sieht doch ganz süß aus. Ja, wohin mit den Filmpostern? Das passt jetzt hier halt irgendwie so gar nicht rein. Man hat hier so eine Filmgalerie. Mit unseren Lieblingsfilmen. Ach, guck mal, da ist ein Koch drauf. Das kann doch noch in die Küche. Wenn ich irgendwo einen schönen Platz finde. Das ist riesig. Das sieht doch ganz cool aus. Man muss es sich nur schön reden, liebe Leute. Ja, jetzt gehen mir die Wände aus. Eins noch. The final one. Hübsch. Der Sessel sieht auch richtig verloren aus da hinten. Ich glaube, ich... Warum passt denn der aber auch farblich nicht zu dem Sofa? Ah. Ja, guck mal, das sieht doch süß aus. Ich würde ja gerne die Pflanze nochmal irgendwo hier drinnen auch unterbringen. Ich finde die nämlich mega schön. Vielleicht hier oder hier. Den Teppich könnten wir eigentlich auch hier so im Eingangsbereich platzieren, damit jeder schon mal weiß, was los ist, wenn er in unser Haus eintritt. Ja, das klincht dann halt wieder mit dem Tisch. Ja, okay. Das mag ich. Das sieht tatsächlich ganz gut aus. Ja. Sollen wir die Pflanze vielleicht doch da hinstellen? Nee, nee, nee. Das lassen wir mal so. Ja, muss ja auch nicht immer jede Ecke vollgestellt sein, oder? Aber mir fällt gerade auf. Wie kommt man denn ins Schlafzimmer? Liebe Leute. Gar nicht. Nur über draußen, oder wie? Oh, shit. Das war jetzt nicht so gut durchdacht. Und dann muss jetzt hier halt eine Tür rein. Das habe ich jetzt irgendwie vergessen. Aber es sieht gar nicht so scheiße aus. Ich hoffe, die können da durchlaufen. Ich denke mal. Ich denke schon. So, was für ein Bett passt zu diesem wundervollen Schrank? Ich weiß es nicht. Das hier? Das hier? Nee, also was Schlichtes bitte. Das! Wir können jetzt mal noch so ein richtig buntes Schlafzimmer machen. Was haltet ihr denn davon? Was für eine Farbe nehmen wir? Pink. Grün. Oder doch einfach das Blau. Ja, warum nicht? Why not?
Why not? Haben wir denn jetzt sonst alles? Ich glaube schon. Ja gut, dann kann ich mich jetzt hier austoben. Eher gucken, ob ich was Passendes finde. Das trifft's eher. Gibt's denn was Blaues? Ach ja, guck mal. Vielleicht noch Blauholz? Das wäre noch besser. Ja, das passt doch gut. Perfekt. Die vorher gibt es bestimmt auch in der passenden, knallenden Farbe. Mit Sicherheit. Oh wow. Sollen wir es noch ein bisschen overloaden mit dem Teppich? Ah, geil. Oh nee, das ist zu viel für meine Augen. Das ist zu viel. Ich finde es schon mal gar nicht so schlecht. So, dann hätte ich gern noch einen Spiegel. Boah, also wenn der nicht perfekt passt, dann weiß ich auch nicht. Mega cool. Ah, die hier haben wir noch nicht genommen. Ja, Mensch. Aber die ist so niedrig. Können sie in die Ecke hängen. So, ein paar Lamas. Oh, wow. Okay. Jetzt habe ich schon wieder eine Tür vergessen. In the bathroom. Ach Mensch, was ist denn los heute? Was ist denn los heute? Dann hängen wir die Lampe hier noch hin. Dann wird das jetzt halt so ein Bett einfach. So, dann kommt jetzt hier noch die Tür ins Badezimmer. Oh, wir können noch einen Whirlpool in den Garten stellen. Hier so unter dem Baum, das ist doch cool. So, ich würde sagen, wir bleiben dem bunten treu. Deswegen gibt es jetzt hier einfach mal eine pinke Badewanne. Ich gucke jetzt mal, was es alles in Pink gibt. Wenn schon, dann machen wir es richtig, ne? Ja, das passt auch zu den Leuten, die hier wohnen. So eine sprechende Toilette. Why not? Und dann noch das passende Waschbecken dazu. Leichte Geschmacksverirrung, das Haus. Leicht. Ja, komm, so ein schwarzer Plüschteppich. Der passt doch wie die Faust aufs Auge. Jetzt brauchen wir noch einen Spiegel. Wow. Einfach nur wow. So. Jetzt die Fragen aller Fragen. Was für einen Boden nehmen wir? Ich möchte den. Den hier fürs Wohnzimmer. Und den hier fürs Schlafzimmer. Und fürs Bad nehmen wir Fliesen. Die hier. Und als Tapete. Ja, ich finde, das hat was. Ich glaube, wir sind fertig. Wir fangen mal an. Hier kommt man rein und sieht man erstmal diesen wunderschönen, floral, vogelgestalteten Teppich. Diesen Klapptisch, ich weiß nicht, ob man ihn aufklappen kann oder ob er einfach nur so da steht. Die Küche finde ich echt cool geworden, also auch mit diesem Film-Kochposter. Das gefällt mir. Das Schlafzimmer, ich glaube, zum Schlafzimmer müssen wir nicht viel sagen. Nee, ich glaube, zum Schlafzimmer müssen wir nicht viel sagen. Und zum Badezimmer auch nicht. nee. Gehen wir weiter. Den Essbereich finde ich ganz cool. Da könnten wir eigentlich nochmal die Lampe hier hinhängen. Because it's very dark in the egg. Nehmen wir die noch in der passenden Farbe. In weiß. Ja, komm. Das sieht doch auch toll aus hier. Die Pflanze finde ich mega schön. Die Wohnzimmerecke finde ich eigentlich tatsächlich auch ganz gemütlich und cool mit diesem Teppich da an der Wand. Und natürlich dem riesen Fernseher und Soundsystem. Finde ich cool. Und mein Lieblingsplatz in diesem ganzen Haus ist auf jeden Fall dieser Garten hier. Oder Terrasse. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Aber wie schön sieht das bitte aus bei Nacht. Wow. Das ist auf jeden Fall das Highlight hier. Ja, hier draußen mit dem Whirlpool und dem Baum finde ich eigentlich auch ganz süß. Oh, wir brauchen noch einen Briefkasten. We need a Briefkasten. Tada. Jetzt ist es aber gut.
Cool. Ich mag's. Ist immer ein bisschen was anderes. Ja, das war's. Was sagt ihr? Wie findet ihr das Haus? Mir fällt kein Wort dafür ein. Falls ihr euch das Haus runterladen möchtet, ich habe es mal in die Galerie geladen. Ich habe es Movie Stuff House genannt und mein Spielerprofil ist AlexXOXOO, also wie mein Kanalname. Viel Spaß damit! Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und drückt auch gerne auf den Abo-Knopf, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao!